Kapitel 7. Das Haus. Das ist ein Dreieck, aber es dreht sich im Kreis. Ja, dieses, wie heißt das noch? Ich komme nicht drauf. Nun gut, noch ein abstraktes Gemälde mit dem gleichen Prinzip. Das ist ein Dreieck gemacht aus Würfeln, die sich im Kreis drehen. Schublade. Da ist nicht viel drin, außer ein Päckchen Streichhölzer. Die Neve natürlich. Entschuldigung. Nimm die doch. So. Lampe. Das ist eine ganz normale alte Lampe. Was gibt es da sonst noch zu sagen? Okay. Zerstörte Tür. Junge, an der Tür habe ich ja mein Meisterstück verbracht. Ja, das glaube ich auch bald. Also mit den abstrakten Gemälden hat das wohl, ne? Gucken Sie ja, der Typ hat wirklich Style. Achso, da unten. Das ist ein Korkenzieher. Kann man was zur Uhr sagen? Es ist voller Sterne. Aha. Der Typ hat wirklich Style. So, abstraktes Gemälde wieder. Keine Kurve drin, aber es dreht sich doch im Kreis. Genau. Egal wie oft ich den Weg noch mit meinen Augen nachgehe, es hört immer wieder an derselben Stelle auf. Ja. Dann lesen wir uns mehr erst was. Oh. Ziemlich düster hier, aber wir sind ziemlich zuverlässig, dass das alles dieselben Bücher sind. Echte Geschinken. Ich bezweifle, dass Lambert davon so einige vermissen wird. Hä? Warum? Wie? Was? Oh. Stoppt. Allein anhand der Dicke der Bücher kann ich sagen, dass er bestimmt keins für mich bei ist. Aus irgendeinem Grund hat er eine Menge Kopien der gleichen Bücher. Seltsam. Offener Kamin, hier ist noch ein Bücherregal und hier ist ein Staubabdruck, da hing mal ein Gewehr. Sieht aus, als hätte hier ein Gewehr gehangen, sag ich doch. Ich bin nicht scharf auf Waffen, aber ich könnte sich gleich eine gebrauchen, um den unheimlichen Biestern, bei dem unheimlichen Biester draußen, ja gut, das ist ja losgeworden. Offener Kamin, das würde ich wirklich helfen, den Raum etwas zu beleuchten. Nur noch ein Streichholz in der Schachtel, also habe ich nur einen Versuch. Hier sollte das Trocknis drin sein, was ich Anzünder verwende. Okay, nehmen wir mal einfach die Bücher. Ungern, sehr ungern mache ich das. Bücher verbrennt man nicht. Ah. So, wow, diese alten Bücher haben ziemlich, ja. Angewandte Physik und die vielen Rätsel der Weltgeschichte. Ein Leitfaden von Reginald D. Lambert. Oh, darüber wird er sich aber freuen. Ich habe gerade einen ganzen Stapel davon ins Feuer geschmissen. Auch schön. Ich habe gerade einige von Lamberts Veröffentlichungen in Brand gesetzt. Er sollte wohl besser nicht mehr anfassen, was hier in den Regalen steht. Ja, okay. Schmeiße das Klavier da rein. Stapel über Stapel von Büchern. Okay, ein Zebrateppich. Oh, klar. Ein toller... Warte mal, irgendwas drunter. Aha. Okay, wir schauen uns natürlich erstmal weiter um. Ich kann es kaum erkennen, aber es sieht ein wenig aus wie, wie die anderen Gemälde hier. Ja. Und wir spielen also eine Runde Klavier. Sehr klassisch. Ich wünsche, ich wüsste, wie man spielt. Ich hatte nie Klavierunterricht in der Kindheit, aber ich habe exzellent Kazoo gespielt. Was ist Kazoo? Ist mir gerade nicht geläufig. Sehr klassisch. Nun, ich vermute mal, dass ich mit dem die Falltür aufmachen muss. Ja, das ist eine Falltür. Keine Klinke und auch kein Loch, um die Klinke reinzustecken. Gucken Sie hier mit Falltür. Es hat funktioniert. Es gibt eine Leiter hinunter zum Keller. Ist also sehr einfach gehalten, die Rätsel. Das ist aber mehr so die Story, die dahinter steckt. Man ist ja neugierig. Ja. Da geht's nausi und wir haben was zu tun, würde ich sagen. Da fehlt eine Flasche. Noch eine Tür. Wir sind von hier gekommen. Aufzeichnung. Sieht aus wie der Grundriss des Hauses mit einer Menge handgeschriebener Notizen drauf.
Es sieht so aus, als würde Lambert eine Menge Renovierung planen. Okay. All diese Änderungen lassen das Haus eher wie einen bombensicheren Bunker wirken. Wadum? Sieht aus wie der Grund ist. Okay. Nun. Das ist eine Menge Wein für eine Person. Ja, es kommt darauf an, für welchen Zeitraum, ne? In dem Regal fehlt eine Flasche, ganz genau. Château Mouton-Rothschild, erster Grand Cru Classe Plo. Ich kann kein Französisch. Na gut, hört sich aber gut an. Château Rose Julien Bordeaux. Ich kann nicht mal richtig aussprechen. Ich auch nicht. Nun, hier fehlt auf jeden Fall eine Flasche, die wir definitiv wahrscheinlich finden müssen. Und dann wird sich da wahrscheinlich auch was tun. So, wir versuchen es mal an der Tür erst. Tür ist verschlossen, aber sieht nicht sehr stabil aus. Was haben wir sonst noch? Da geht es noch wieder hoch. Zeichnung. Lüftung. Und dann schauen wir mal hier um die Ecke. Neumodischer Apparat. Na, ist das wohl die Zeitmaschine? Bräunungslampe, die stecken wir uns doch gleich mal in die Tasche. Wir wollen ja gut aussehen. Das ist eine Bräunungslampe. Ich wette, selbst Wissenschaftler wollten immer gut aussehen, ja. Das vermute ich auch. Blaupausen. Das sind Blaupausen für eine Zeitmaschine. Ich bin zwar kein Ingenieur, aber so steht es auf den Zeichnungen. Ja, gut, dann ist das natürlich clever, ne? Viele große Wörter und Zahlen, aber die Zeichnungen sind wirklich cool. Ich mag Joe. So, Blaupausen für Zeitmaschine. Okay, mehr haben wir hier nicht. Schreibtischlampe. Na, was können wir denn da womit machen? Das ist eine stinknormale Schreibtischlampe. Mhm. Mann, ich mache den Job schon zu lange. Ich kann mittlerweile nicht mal mehr an einem Mülleimer vorbeilaufen, ohne überprüfen, ob er geleert werden muss. Ja, das ist traurig. Glück gehabt, der ist leer. Neumodischer Apparat. Sehr wissenschaftlich. Ich habe keine Ahnung, was das macht. Okay. Ist das Gerät mit dem Bing? So was in der Art habe ich noch nie gesehen. Sieht aus wie ein Taucherglöcke oder ein U-Boot. Na gut. Es ist cool, wenn ich das mit den Plänen an der Wand vergleiche. Dann ist das Lamberts Zeitmaschine. Es sieht aber nicht so aus wie meine. Ja gut, er hat ja nur das kleine Knopfding. Wahrscheinlich ist das halt eine Weiterentwicklung in der Zukunft. Okay, frühe Version. Ja, das kann durchaus sein. Achso, wir können ja noch nicht springen, weil ist leer. So, dann würde ich mal probieren, die Lampe, also die Bräunungslampe damit zu benutzen. Die Biene ist viel zu groß, um da reinzupassen. Okay. Türe. Aha. Oh, Oszilloskop. Warum sagt er das da an der Stelle? Ich werde hier mal besser nichts anfassen. Hm. Blaupausentüre. Hatten wir da draußen. Achso, oben war ja auch noch eine Lampe, ne? Kann ich das hiermit benutzen? Wahrscheinlich nicht. Es sei denn, der würde so eine Flasche ersetzen. Das funktioniert nicht, war ja klar. So, hier habe ich auch keine Lampe. Türe, Falltüre, da geht es nicht durch. Dann gehen wir nochmal nach oben. Wir mussten ab und zu mal hin und her laufen. Ich muss irgendwie eventuell die Zeitkapselmaschine-Dingsbums hier aufladen. Die Frage ist, wie? Wir haben hier nichts weiter. Starburst, Uhr. Dann gehen wir nochmal zurück. Hm. Lampe. Bräunungslampe. Ah. Heiliger Rauch, ist das hell. Hey, meine Zeit schon. Ah, cool. Das heißt, hier kann ich die aufladen. Das ist doch schon mal gut. Das heißt, wir schalten einmal um. Ach du Schande. Okay. Eine Axt. Reben. Da ist eine Axt drin. Von hier aus komme ich nicht dran. Das sind ein paar Zerreben. Okay. Ich guck mal, was draußen los ist, wenn ich rausgehen kann.
Ich muss zu Lama kommen. Ich würde auf drinnen wetten. Okay, er kann nicht rausgehen. Gut, das heißt, hier geht's weiter. Ich habe einen ganzen anderen Weg, auch mit keine Chance, jetzt wieder umkehre. Dann schauen wir mal. Sie klemmt. Okay. Umschalten. Raus. Okay. Zack. Aha. Ich mag das. Ist ein leeres Fass. Ach was. Noch ein Fass. Das sieht aus wie eine Art Wassersammelsystem. Okay, hier sieht man nämlich die Rohre runterkommen. Warum die wieder raufgehen? Ja, vielleicht gehen zwei Leitungen rein. Hochbeete. Ah, Selbstversorger. Mehr haben wir hier nicht. Schauen wir mal. Gemüse, so konnte er wahrscheinlich so lange überleben. Okay. Kann man von ausgehen. Offener Kamin ist auch bestückt mit Pflanzen. Sieht aus, als wäre hier schon eine Weile letzte Benutzung. Hochbeete haben wir auch nochmal. Reichlich sogar. Gemüse konnte wahrscheinlich lange überleben. Die Frage ist natürlich, wenn so eine Katastrophe passiert, es dauert ja seine Zeit, bis man es angepflanzt hat. Man muss halt vorher dann schon mal was finden zum Essen. Nutzpflanzen sehen super aus. Gibt es irgendetwas, was der Typ nicht konnte? So, was haben wir denn hier? Ein Zweig. Aha. Hochbeete. Da hinten ist eine Windmühle zur Stromerzeugung wahrscheinlich. Die war vorher nicht. Was zum Teufel hat er alles selber gebaut? Alles. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal in den Keller. Und schauen uns da mal in der Zukunft um. Ja. Regale, Feuerlöscher. Hier sind genug Lebensmittel, um einen Monat zu überleben. Das ist doch schon mal gut. Da ist eine Uhr, Gläser, mehr nicht. Feuerlöscher. Zack, eingesteckt. Ist wesentlich heller, als ich dachte. Ah, Moment, das ist sicher. Was? Das ist einer der Feuerlöscher, die muss erst mit. Heller? Ach, leichter. Der muss mit Wasser gefüllt werden. Okay, haben wir oben. Die Türe, ist sie offen? Wahrscheinlich nicht. Verschlossen, Tür normalerweise auf Holz. Ja, normal schon. Die war vorher nicht hier. Ja, da stand das Regal davor. Lebensmittel für einen Monat. Gibt es hier eine Flasche, die wir mitnehmen können in die andere Zeitlinie? Nein. So, jetzt komme ich da natürlich nicht hoch und die Tür wird auch zu sein. Kompletter Stahl, hier hat Lambert bestimmt irgendwas gearbeitet. Okay. Ich schaue nochmal hier hinten. Das ist aber jetzt nur das Regal an sich. Nun gut, das ist schon ein bisschen kniffliger, was wir machen müssen. Okay, dann gehen wir mal mit dem Feuerlöscher in der Gegenwart nach oben. Kommt drauf an, was jetzt Gegenwart. Ja, müsste die Gegenwart sein. Gegenwart in dem Sinne, was seine Gegenwart ist. Achso, warte. Umschalten. Dann können wir den Feuerlöscher mit dem Fass benutzen. Dann haben wir nämlich Wasser drin. Alles mit Wasser aufgefüllt. Okay, und jetzt? Können den Feuerlöscher jetzt mit dem Feuer. Macht aber keinen Sinn im Moment. Okay. Ich bin gerade drin warm. Ich habe keine Ahnung, das Feuer zu löschen. Kann ich den Feuerlöscher oder das Wasser benutzen? Hier ist ein Baum rausgewachsen. Zweig. Kann ich den an den Reben benutzen, dass ich irgendwie zur Seite schiebe oder hebel? Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Okay. Benutze alles mit allem. Macht nicht Sinn. Hier habe ich nicht mehr zum Benutzen. Zerstörte Tür. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, ich habe es hier schon einmal ruiniert. Das ist richtig. Reben. Okay, wir haben zwei Gegenstände, mit denen wir hier anscheinend nichts machen können. Für was Praktisches. Okay. Das würde auch keinen Sinn machen.
gehen nochmal in den Keller in dieser Zeitlinie. Und schauen mal. Ich verstehe es nicht, okay. Mit Wasser bestimmt. Okay. Ab in den Keller. So, Feuerlöscher mit Regalen macht überhaupt keinen Sinn. Richtige Form, falsche Größe. Ja, das habe ich mir gedacht. Ist wie ich. Ich habe nichts wirklich, wo ich das jetzt anwenden kann. Also, ich werde seine Elektronik nicht voll spritzen, okay. Blaupausen. Ich will die Pläne nicht versorgen. Okay. Macht doch gar keinen Sinn. Fehlt den Sinn nicht. Ja, ich auch nicht. Neumodischer Apparat macht jetzt recht keinen Sinn. Achso, warte mal. Ich stehe ja jetzt hier drin. Hinter der Stahltür. Zeitkapsel ist fertig. Da war doch noch was. Ein Ölfass. Aha. Deckel ist ab. Ist voll mit Öl. Deswegen heißt es ja auch Ölfass. So, bedenk mal, wie viel Mal mein Leben in letzter Zeit davon abhing, dass ich etwas Gutes festgehalten habe. Das sind fettige Finger, das Letzte, was ich jetzt haben will. Ja, okay. Blaupause, was sagt er denn dazu? Die Mark II, die Zeichnung ist wirklich kompliziert, aber die Umrisse sehen genauso aus wie die Zeitmaschine, die ich habe. Ah ja, genau, hier dieses. Das ist also wahrscheinlich die erste Maschine. Stahltür, genau, wir sind ja drin. Kleines Fotolabor, aha. Eine kleine Dunkelkammer, rotes Licht, Fotoausrüstung, Entwickler ist jetzt komplett ausgestattet. Wir haben Wasser. Was gibt es denn noch für schöne Sachen hier? Gucken wir uns mal den neumodischen Apparat an. Wow, Mann, das Ding ist ja mal ein Ding. Das ist ja mal ein Ding. Gemäß den anderen Plänen war das hier Lamberts Prototyp der Zeitmaschine. Die ist hier total dicke Schicht schaubedeckt. Jetzt im Zustand würde ich der Maschine nicht zu trauen, irgendjemanden bis zum nächsten Dienstag zu befördern. Oh, schön. Ich werde sie nicht berühren. Was, wenn sie abgewehrt ein Feuerwerk und meine Hand ins Jahr 1920 befördert? Ja, das wäre doof. Sieht total verstaubt, sieht schäbig aus. Sieht total, ja, alles klar. Gut. Zweig, Ölfass. Ich habe keine Ahnung. Oh, der Zweig ist jetzt voller Öl. Aha. Ja, das. Ja, ja. Ja, gut. Macht also Grundriss, schaue ich nochmal im rein. Vielleicht gibt es da noch einen Hinweis. Das ist ein Stapel Zeichnungen, Grund des großen Gebäudes. Warte, ich kenne es wieder. Das ist mein Arbeitsplatz. Das ist Archon. Mhm. Die Pläne zeigen jeden Luftkanal, jede Abwasserleitung, jeden Wartungstunnel in Archon. Ich wette, so ist er da reingekommen. Ja, kann man von ausgehen. Stapel Zeichnungen, Grundriss großen Gebäudes. Ah, okay. Blaupausen, Grundriss, Ölfass. Das war es auch hier schon. Das heißt, wir haben jetzt einen öligen Zweig bekommen. Ein Ölzweig. Tür, hat er nicht gesagt, klemmt? Nee. Tür normalerweise aus Holz. Ja, die war mal aus Holz. Die war vorhin nicht hier, okay. Ich wüsste nicht wie. Ich auch nicht. Okay. Alles, was ich damit vorhatte, sollte ich jetzt schnell machen. Ich habe keine Ahnung. Ah, die Dinger anstecken, ne?
Brennenden Zweig mit Reben. Mal schauen, ob die jetzt wegfackeln. Ich hoffe es. Jetzt kann ich die gleich löschen, ne? Ah. Reben in dem Feuer. Ja, das ist mir schon klar. Brennt der Stiel jetzt ab? Ich habe keine Ahnung. Ah, piu, es ist aus. Heute habe ich jetzt genug mit Feuer gespielt. Wir haben eine Axt. Flomp. Da steckt aber fest drin. Aber ich habe es geschafft. Okay, dann gehen wir mal wieder rein. Achso. Ja. Perfekt funktionierende Zeitmaschine. So, dann können wir jetzt in den Keller, hoffe ich mal, was damit anstellen. Axt, Tür. Geht doch. Wie, und jetzt ist die Axt schon weg? Billig. Oh, wir haben wieder einen Fisch. jemand kümmert sich sehr gut um den Fisch, aber er muss irgendwo in der Nähe sein. Ja, das könnte durchaus hinkommen. Regale, können wieder Bücher verbrennen. Sind Notizbücher drin? 11. März 71. Ich habe das Logbuch vorbereitet, um meinen Fortschritt zu dokumentieren. Das ist nur für den Fall, dass mir etwas zustößt und ein anderer meine Arbeit fortsetzen muss. Mhm. Es ist nicht mal ein Monat her, seitdem ich Archon verlassen habe. Von dem, was ich gehört habe, scheinen die weiter Druck zu machen und weitere Zeitreisetests zu machen, trotz der genannten Rückschläge. Idioten, jeder Einzelne. Mhm. Okay, der hat also gearbeitet. 16. Juni 71. Die vorläufigen Baupläne für meine selbstentwickelte Version des IPMC-1 sind der IPMC-1, welche ich von nun an als die Zeitmaschine bezeichnete, sollte mich nicht länger als 3 Jahre kosten, um sie allein fertigzustellen, vorausgesetzt, dass es keine Rückschläge gibt. Naja. Es sind einige Notizbücher drin. Ah, okay. So, und da steht eine Flasche, die können wir aber nicht benutzen. Pflanzen. Und hier eine schöne 70er Jahre Lavalampe. Ein kleine Blumen. Mhm. Abstraktes Gemälde. Egal, wie auf die Stufen mit meinen Augen lenken, dann ändern wir die gleiche Stelle. Okay. Da ist aber ein normales Gemälde. Das fällt auch schon auf. Hübsch. Wie, das war's? Oh, ich sehe gerade was. Es ist eine Lavalampe. Mann, ich liebe diese Dinger. Hier liegt nämlich ein Aluhut. Da liegt ein Aluhut. Und in dem Aufzug in der Firma nach auch ein Aluhut. So, das heißt, in dieser Zeitlinie... Oh, da ist noch ein Globus, warte. Wollte ich sagen, haben wir nämlich alles abgegrabbelt. Hier ist aber noch was. Ich bin zwar kein Astronomer, ich bin ziemlich sicher, dass da oben der Mond ist, okay. Ah, so ein Globus vom Mond. Sehr schön. Nun, wir haben eine Lavalampe. Wir gucken aber erst in der anderen Zeitlinie, was hier ja nicht besonders viel los ist. Da liegt eine alte Socke. Eine Pflanze. Oh. Hübsch. Das ist keine andere Pflanze. Das Bild ist natürlich wieder runter. Ist jetzt runtergefallen. Ja, bla bla bla. Wenn ich in der Nacht mit einem harten Bett schlafen würde, wäre ich bestimmt auch ziemlich grantig. Ja, das kann passieren. So, dies natürlich Bomben zu. Notizbücher. Juli 72. Diese Woche gab es keinen Fortschritt. 2 Monate voller kalter Nächte, seit der Schwachkopf meine Schlafzimmertür zerstört hat. Und letzte Nacht bin ich beinahe von einem Bären zerfleischt worden. Dann bin ich eingeknickt und habe neue Türen gebaut. Ah, okay. Ich würde ihn so gerne auf einen Weg scheitern sehen, denn muss ich gestehen, dass er den Ausdruck Idioten sicher eine ganz neue Bedeutung gibt. Aha. Das hier ist datiert. Die hier sind datiert auf den Juli 85. Das ist die Mathematik. Einfach zu. Jetzt habe ich es nicht mal lesen können. Ich werde es verschrotten, das ganze Ding, ganz Zeit, um neu zu beginnen. Ich drehe mich im Kreis und alles führt mich wieder zurück zu diesem Handgerät, das der Idiot mir gezeigt hat. Wie zum Teufel habe ich das erreicht? Ah, okay. Waldin, Abend. Also Handgerät ist hier von wegen das Ding, was wir hier in der Hand haben. Nun. Erfolg. Mit Hilfe der geliehenen Fotoausrüstung ist es mir im März gelungen, den Schaltkreis bereits im Fertigungsprozess um die ganze Größenordnung zu reduzieren. Sobald ich die übrigen Komponenten umgestaltet und nachgebaut habe, sollte die Maschine in der Lage sein,
mit einem normalen Dieselaggregat loszukommen. Na, das ist doch schon mal eine Sache. Das heißt, wir müssen mal ein bisschen Diesel organisieren. Ich würde sagen, wir nehmen mal die Lavalampe und stecken die da in die Steckdose. Dann haben wir vielleicht ein bisschen Licht und irgendwas passiert. Ah, wohl schräg. Hey, das ist ja eine Flasche. Serious. Das ist seltsam. Ich glaube nicht, dass sie. Jetzt habe ich es nicht gelesen. Oh, Titan Quest muss ich noch ändern. Warte mal eben. Danke für den Hinweis. Entschuldigung, Stream Info. Böse Falle. So, müsste geändert sein. Aber dann kann ich den Titel auch noch eben ändern. Zack. So, dann haben wir das passend. Bisse, geht doch. Wo ist er? Da ist das Spiel. So, wir haben eine Flasche, wofür wir die wohl brauchen können. Mehr gibt es hier nicht zum Schauen. Stahltür, okay. Steckdose, dann springen wir mal wieder rüber. Flomp. Und gucken, ob wir das Weinregal an der Seite bekommen. Leck mich fett, da ist ein Geheimgang hinter den Regalen. Alles klar. Oh. Stop right there. Whoa, whoa, wait. Mr. Lambert, sir, it's me, Joe. I don't know you. What are you doing in my house? You sent me here, remember? I've done no such thing. For an intruder, you're not very bright, you know that? For all the commotion you caused getting in here, you might as well have brought a bulldozer. Now, you have exactly 5 seconds to explain what you're doing here. Or so help me God, I'm pulling this trigger and sending you on your way. 5. I was sent here. 4. Why you? 3. You told me to find you. To warn you about the end of the world. 2. You were old, with white hair, and you got shot. Oh, God, please don't shoot me, Mr. Lambert. This, you gave me this. It's an inter-something, chrono. It's a time machine. Grübel? I gave you that? Yes! I've never seen anything like it, but on the back, that's my family's signet. I made this. It's simply magnificent. I gave this to you? Why? Who are you? Name's Joe, sir. I'm just a janitor at the Archon building. I found you in a room with a big round door in the basement labs this morning, and you were dying. You said you'd come from 40 years in the future to stop the end of the world. I guess I was the only one around, so you gave me this and told me to find you and tell you all this, and I've been there. The future, I mean. A bunch of times. And you were right, Mr. Lambert. Everyone's gone. My God, so it did come to pass. They really did it, those greedy goddamn bastards. I told them this would happen. Wait. Oh. I was dying? How? You said you'd been shot. I had to actually find you at the morgue to get this address. Shot? By whom? No, wait. Don't say anything else. You succeeded in finding me, which means anything you tell me from this point on could alter the course of action that brought you to my doorstep. The less I know, the better. So, you've seen the future. What did you see? It's like a bad dream, sir. Everyone's gone. Buildings are coming apart. Genau, das wissen wir ja noch nicht. It's all just quiet. What happened, Mr. Lambert? It is Dr. Lambert. And considering all the effort you just went through to find me,
not to mention bearing witness to the horrific outcome of the biggest breakthrough in the history of science. Ganz schön eingebildet. I owe you some kind of explanation. Okay. I was 24 when I got hired by Archon, or Athena, as it was called back then. Athena was one of the many weapons R&D companies formed during the Second World War. Unlike other R&D companies that had retooled themselves to pursue peacetime activities after the war, Athena had made enough money to continue chasing the next big thing in defense technologies. They were betting the farm on post-war Soviet expansion, raising the level of government paranoia to create a lucrative market for esoteric weapons research. I'd say they made the right bet. Mm-hmm. Still a theoretical physicist at MIT, my thesis on the possibility of time travel via dimensional membranes got published shortly after I was hired in 1961. Company heads were so impressed, they gave me a team and a budget. Development exceeded even my own expectations. And after only 6 years, we had the first primitive version of the time machine up and running. Schnell waren sie ja. Our first successful trials involved sending simple objects into the future with a timed return. But with Archon running out of money, that was all the company bigwigs needed to secure a big contract with the Department of Defense. Apparently, we had sold them on the idea that the technology could be used to go back in time and strangle communism in its cradle. The reality, of course, was that it couldn't. Due to the laws of causality, you can't travel back in time beyond the point where time travel was invented. Uh-huh. And sooner or later, we had to explain that to our benefactors. When they started pushing for progress reports, Archon management had to come clean, but instead chose to ease government concerns by claiming the technology could be used to bring back advanced weapons from the future. Typisch. But this, too, was a lie. Uh-oh. At this point, we'd already had our first of many human trials, and we knew there would be no weapons. In fact, our results were as terrifying as they were baffling. Time pilots returned frenzied and confused. Mm-hmm. Raving about empty streets and human remains. At first, we assumed the city had suffered a Soviet attack in the near future and had been evacuated as a result. But as we pushed on further, the terrible reality became clear. Time pilots started returning fatally ill, dying within a day or two from painful convulsions. Some never returned. We lost several pilots, machine prototypes, and other equipment. When the first contamination erupted in the lab, we were completely unprepared, losing 3 lab technicians to what we later identified as an incredibly aggressive airborne virus. Dumm gelaufen, würde ich sagen. Although we weren't equipped to handle biohazards of this magnitude, management insisted we contain and study it. To keep our pilots and the virus alive long enough to study, we co-opted experimental cryotechnology from another project, Lazarus, and established a makeshift virus lab. Once again, the bigwigs managed to spin our setbacks into a success story for the Department of Defense. Now claiming that the virus could be cultivated for use as a biological weapon. The team threatened to resign, but outrage was swiftly quenched by promises of massive salary increases and stock options. I didn't take the bribe. I'd witnessed the lethal efficiency of the virus firsthand. Ah, super. I knew there was only one way this was going to end, so I handed in my resignation and set up shop out here.
For over a year, I've been working to recreate the technology to bring me back in time and prevent mankind's extinction from ever happening. And now you're here, the harbinger of doom at my doorstep, wearing a boiler suit. Who could have imagined that Judgment Day would begin like any other Monday in May? Tja. In any case, unfathomable as it may be that you were able to bring this information to me, knowing is only half the battle. Preventing the outbreak will require more than just your tenacity. Me? Wait, what? Yes, I'm afraid I must rely on you one more time. You must go back to Archon and prevent the outbreak. Mm-hmm. No. Oh, nö, du, lass mal. I mean, I'm really honored and everything, but... Believe me, you're the last person in the world I want to entrust with this. And I mean that quite literally. But by this time tomorrow, the entire city will have succumbed to chaos, panic, and death. You're here now, and you're all I've got. Wait, but what about you? Can't you fix this, Doc? Don't you have a plan? Unwahrscheinlich. I can't go myself, because that would break the law of causality. Yep. The only reason you are here to warn me now is because I was there to send you. And the only reason I was there to send you is because I was able to bring my work to fruition here. But... We've no time to waste. It's the only way. You told me you found me this morning, correct? Yes, but... That means I failed to stop it, and the outbreak has already begun. The time pilot for today's trials must have brought the virus back from the future, which then somehow got out of the containment chamber and spread. That pilot is Patient Zero. I need you to destroy the supercomputer system controlling the time machine. Mm-hmm. All the research data is stored there too. You must destroy it before the time machine departs. I'm reconfiguring your device to send you back one day earlier. This should allow you ample time to return to Archon and get inside. On the other shore from here, about 500 yards down the road, is a rest stop. You'll find a van there, fueled and ready to go. Oh, schön. Oh, I already have a ride. Which won't be there yesterday, you ninny. Now stop interrupting me. One last thing. And I need you to listen carefully because this is very, very important. Make sure you do not meet the earlier version of you. Why? What will happen? No one knows for sure. It's one of the conundrums not yet accounted for. There are theories, of course. None of them pleasant. Now, let's get you ready. Ja. Na, toll. Also müssen wir die Welt retten. War ja klar irgendwie, ne? Ach ja. Oh, schickes Auto. How did I get myself into this? I nearly got killed trying to reach Dr. Lambert, thinking he had a plan. And it turns out it's me. I'm the plan. At least I don't have to walk back. This van's not as cool as the ambulance, but it has its charm. And it sure was nice of him to pack me lunch. Immerhin. I wish he'd pack me a can opener for the beans, though. And some gas for the Bunsen burner. Super. But I'm sure I'll think of something. I've got several hours of driving ahead of me, after all. It'll be almost morning before I get to Archon. I just hope I have enough time. Ja, Zeit wird wohl das geringste Problem sein.